Hi, ich bin der Kai und heute gibt es nochmal eine neue Folge E-Plan wusstest du schon. 5 Tipps und Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene. Und wie immer bei diesem Format verlinke ich dir die Zeitstempel zusammen mit den Themen, um die es geht, unten in der Videobeschreibung. So kannst du dir anschauen, um was es hier geht und direkt zu dem Thema springen, welches dich am meisten interessiert. Und jetzt lass uns loslegen mit dem ersten Tipp. Nehmen wir mal an, du hast so eine Seite, die relativ voll ist. Und jetzt möchtest du hier irgendwo hinklicken. Dann musst du ja den Einfügepunkt relativ genau treffen. Das Ganze kannst du dir etwas leichter machen, indem du einfach mal die Taste Q auf deiner Tastatur drückst. Wenn du die Taste Q gedrückt hast, dann markiert dir E-Plan die Teile rot, auf denen du gerade mit deiner Maus stehst. So kannst du also optisch erkennen, was passieren würde, wenn du jetzt einen Doppelklick machst, welches Bauteil du dann öffnest. Du musst dafür dann auch noch nicht mal genau auf dem Einfügepunkt sein. Natürlich kannst du diese Funktion auch ohne Tastatur aktivieren. Dazu gehst du einfach hier unter Optionen und dann hier unter Logik fangen. Das ist die Funktion, die ich dir gerade gezeigt habe. Eventuell musst du Pläne für den nordamerikanischen Markt machen. Wenn du dann hier solche Verbindungsdefinitionen hast und diese dann hier mit der Einheit anzeigen lässt, dann müsstest du diese ja jetzt auf AWG umstellen. Ich habe die Einheit hier mal anzeigen lassen, über den Reiter Anzeige und dann die Einheit. Und das ist die im Projekt eingestellte Einheit. Wenn wir jetzt über den Schraubenschlüssel gehen und dann über dein Projekt Verbindung, dann kannst du unter dem Reiter Eigenschaften hier die Einheit generell umstellen. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, dass das Ganze AWG sein soll. Ein Problem ist natürlich jetzt, dass die Querschnitte auch noch nicht stimmen. Dafür gehst du dann jetzt in den nächsten Parameter Querschnitte Durchmesser und hast hier die Liste der Querschnitte und Durchmesser. Diese könntest du jetzt hier unten zum Beispiel einfach mal erweitern. Ich nehme jetzt hier einfach mal AWG 20, 18 und 16 und übernehme das Ganze. Diese Meldung sage ich jetzt erstmal nein. Mit OK. Und jetzt siehst du schon, dass sich hier die Einheit in AWG geändert hat. Wenn du jetzt auf deine Verbindungsdefinition gehst, dann kannst du jetzt hier bei Querschnitt Durchmesser über den Drei-Punkte-Knopf in deine Liste springen und zum Beispiel hier unten dann AWG 18 auswählen. So kannst du die Liste dann immer erweitern und brauchst so nicht unbedingt für ein Projekt für Nordamerika eine eigene Liste anzufertigen. Nehmen wir einmal an, du hast so einen Schaltschrankaufbau und möchtest jetzt hier noch einen weiteren Kabelkanal reinmachen. Dann kannst du ja hier oben den einfach duplizieren. Und jetzt musst du natürlich herausfinden, wo genau hier die Mitte ist. Du kannst jetzt in E-Plan einfach die drei Kabelkanäle markieren und gehst dann auf Bearbeiten, Weiteres, gleichmäßig verteilen vertikal. Jetzt platziert der E-Plan diese drei Kabelkanäle genau im selben Abstand. Als Maß dient dazu der oberste und der unterste und das, was dazwischen liegt, wird dann vermittelt. Ich nutze diese Funktion auch ganz gern, wenn ich in der Tür Befehls- und Meldegeräte anordne. Dann setze ich mir links und rechts jeweils einen hin und die in der Mitte lasse ich mir dann alle automatisch anordnen. Denn es gibt ja nicht nur vertikal, sondern du hast ja auch die Möglichkeit, das Ganze horizontal verteilen zu lassen. Nehmen wir einmal an, wir möchten hier hinten die Klemme statt 6, 7 nehmen. Dann machen wir ja üblicherweise einen Doppelklick da drauf und ändern jetzt hier die Bezeichnung um nach 7. Wenn du das Ganze etwas schneller haben möchtest, dann geh doch einfach mal unter Optionen direktes Bearbeiten. Gehst du nämlich jetzt mit einem Klick auf die Klemme, kannst du diese ohne den Doppelklick und das Öffnen des Menüs einfach umbenennen. Das Ganze funktioniert auch hier bei Betriebsmittelkennzeichen und bei vielen weiteren Funktionen. Wusstest du eigentlich schon, dass du aus E-Plan direkt nach Rital ReTime springen kannst, um deine Klimaberechnung für deinen Schaltschrank durchzuführen? Das Ganze geht über das Dataportal. Wenn du das Dataportal aufgerufen hast, dann scrollst du hier einmal auf den Hersteller Rital.
Und hier ist jetzt ganz klein und unscheinbar in der Ecke ein kleiner Schraubenschlüssel für Retail Term Selector aufrufen. Wenn du da drauf klickst, springst du hier direkt zu Retail Term und kannst dich hier anmelden und deine Daten für die Berechnung der Klimatisierung eingeben. Die Anmeldedaten kannst du übrigens auch direkt im Dataportal hinterlegen, indem du hier oben über Benutzerdaten anzeigen gehst und hast jetzt hier rechts ein extra Fenster für Retail Term Selector. Noch eine Nummer besser ist das Ganze, wenn du die passende Lizenz hast. Denn dann werden deine ganzen Daten, die zur Berechnung der Klimatisierung notwendig sind, automatisch aus E-Plan nach Retail Term überführt. Und du musst diese nicht mehr manuell eingeben. Allerdings funktioniert das Ganze aktuell nur im alten Dataportal. Im neuen Dataportal kannst du natürlich genauso in das Retail Term springen. Allerdings funktioniert hier die Datenübernahme noch nicht. Ob du diese Lizenz besitzt, siehst du ganz einfach. Dazu gehst du einmal hier oben über Hilfe, Info, auf den Reiter Lizenzumfang und hier scrollst du einmal runter, bis zu dieser Lizenz hier. Und wie der Name am Anfang schon verrät, E-Plan Pro Panel, ist das Ganze in der Regel Bestandteil der E-Plan Pro Panel Lizenz. Mit der Hilfe dieser Lizenz kannst du deine Klimaberechnung deines Schaltschrankes deutlich beschleunigen. Und wie das Ganze dann genau funktioniert, werde ich dir nochmal in einem separaten Video zeigen. Das war's auch schon wieder zu dem Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn du auch das nächste Mal mit dabei sein willst, abonniere doch einfach den Kanal und aktiviere die Glocke. Und wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir einfach unten in die Kommentare. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Video.